So, meine lieben Pokéfans, willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Go Pikachu. Im letzten Part hatten wir natürlich den Liftschlüssel leider verloren, aber wir geben uns nicht die Suche auf, denn wir müssen jetzt einen Weg finden, nach oben zu kommen. Vielleicht gibt es da irgendwo etwas, dass du da aufsteigen kannst. Mal sehen. Was wird uns helfen? Der Abfalleimer sowieso nicht. Der Tisch. Pokémon sollen in den Lüftungsschächten ferngehalten werden, da sie sonst in Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Ah, da ist schon etwa ein kleiner Hint gekommen. Der Karton ist viel zu schwer, der wird auch nicht passen. Der Stuhl könnte für... auf den Stuhl kannst du dich stellen. Und wie es aussieht, brauchen wir nun den Stuhl. Und hopp! Pikachu ist jetzt ratzfatz oben im Lüftungsschacht. Er hatte mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, der den Rüppel weggeworfen hat. Oh, jetzt steuern wir auch schon Pikachu. Ist auch ziemlich geil. Was haben wir hier? Wir können jetzt nicht weiter, oder doch? Mal sehen, was hier abgeht. Boss, was macht dieses Dragosso hier? Zwei meiner Handlanger haben es einfach hergebracht, unaufgefordert. Der Schädel, den dieses Dragosso auf seinen Kopf trägt, er ist wunderschön. Wenn es zu einem Knogger entwickeln, sollten wir damit einen hohen Preis erzielen. Geht's nicht weiter? Aber du musst doch einen Weg geben, weiterzukommen. Hier gibt's nichts. Oh. Jetzt geht's schon weiter. Hier gehen wir über die Röhre. Du schaffst das schon, Pikachu. Hol uns den Schlüssel. Und hier ist der Schlüssel. Pikachu ist sehr nützlich. Pikachu hat sich den Schlüssel. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war da ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand eingeschlichen? Knurr. Oh, falscher Alarm. Das war doch wohl nur Mautzis Magen. Jag uns nie wieder so einen Schrecken ein. Die merken das nicht einmal, dass Pikachu oben ist und das war nicht Mautzis Magen, das war Pikachu selbst, aber naja. Jesse und James, Hohlköpfe, wie immer. Und wir bekommen jetzt natürlich den Aufzugsschlüssel, damit wir endlich einen Weg bahnen können zum weiteren Stockwerk, wo wir jetzt gerade gestanden sind. Machen wir uns nun auf den Weg zum vierten Geschoss, Tiefgeschoss. Des Team Rocket Hauptquartiers. Hier geht es aber nicht weiter, das wissen wir schon. Hier müssen wir da hochgehen. Jetzt müssen wir diese Drehplattform wieder laufen. So hin, dann so hin. Dann wo noch? Hier entlang. Denke ich. Und dann weiter gerade, dann hier runter, nochmal runter. So war das auch wie im letzten Part. Da wir nicht den Aufzug benutzen konnten im letzten Part, haben wir jetzt natürlich diesmal den Liftschlüssel, um das vierte Geschoss etwas mehr zu betreten. Jetzt nehmen wir den Lift nach unten. Hier ist der Untergeschoss und das vierte Geschoss. Aber bevor wir gehen, wir jetzt zum ersten Geschoss, denn da ist noch ein Rüpel, den wir übersehen haben. Sieh mal einer an. Hat sich das kleine Kind etwa verlaufen? Ich habe nicht verlaufen. Ich bin hier, um Team Rocket den Hintern zu treten. Wie euch Team Rocket den Hintern zu vertreten, zu versohlen. Ach, Zubat, das ist doch echt sowas Billiges. Wir setzen natürlich Donnerblitz ein. Und zack.
Ja, Leute, ich habe auch fast vergessen noch zu sagen, ich werde jetzt hauptsächlich, ich weiß selbst, bei Smash Brothers sind nicht so viele Leute gucken es an, aber es heißt noch lange nicht, dass ich dann Smash Brothers abbrechen werde. Ich habe jetzt gerade erst angefangen. Ich werde Smash Brothers dann später fortsetzen, da jetzt einige natürlich interessiert sind mit Pokémon. Daher werde ich dann Smash Brothers nachhinein dann fortsetzen und es beenden mit dem Story-Modus und ein paar Modis werden wir noch testen und dann ist es Schluss aus Ende mit Smash Brothers. Dann werden wir weiter fokussieren mit weiteren Nintendo-Spielen als auch Pokémon-Spiele. Und ja, apropos Pokémon-Spiele, ich habe mir gerade nachgedacht, was ich im Livestream machen werde. Das ist nicht auf Twitch, sondern hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir entschieden, dann dort hier auf YouTube einen Livestream zu machen. Und zwar mit Pokémon-Spiele. Manchmal mit Pokémon-ROM-Hacks, dass ich nicht spielen werde. Oder halt Alpha- oder Beta-Spiele, die jetzt weniger sind, weniger Zeit zu spielen ist. Ich glaube höchstens 2-3 Stunden oder was, vor Weihnachten sogar. Ich weiß nicht wann, aber ich glaube, ich werde definitiv am 23. Dezember oder 22. Dezember den ersten Stream auf meinem YouTube-Kanal machen. Und ich hoffe, ihr werdet wahrscheinlich das angucken. Manche von euch. Aber wie gesagt, ich überlege es mir noch, ob ich den Stream noch machen werde oder nicht. Aber bevor wir jetzt treffen wir schon Jesse und James. Du bist doch der Knirps vom Mondberg. Was hast du dir hier verloren? Natürlich wollen wir Dragosso retten. Ein Mitglied von Team Rocket werden, das wäre noch ein Idealer, das wären wir so wie verarschen dumm wie mit Team Rocket. Was? Du bist nur wegen diesem Dragosso hier? Tja, da kommst du zu spät. Das haben wir schon längst beim Boss übergeben. Edge! Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns erstmal revanchieren. Jetzt kommt jetzt der sehr entscheidende Kampf, ob wir weiterkommen können jetzt diesmal oder wir versagen das erste Mal in Let's Go Pikachu. Denn ich weiß, Jesse und James sind etwas, etwas herausfordernder zu kämpfen. Jetzt entwickelte Pokémon haben wie Smogmog und Arbok. Und die sind schon etwas fast mehr ein Level über. Also ein Level unter mir, aber die sind etwas stärker. Es spielt keine Rolle, welchen Level es ist. Hauptsache, Jesse und James haben natürlich einen höheren Status bei deren Team. Und, oh, Gift Heap. Das zieht aber sehr viel ab, obwohl es ein Level über mir ist. Obwohl ich ein Level über denen bin. Oh Mann. Toxin oder war das Giftgas? Ich weiß nicht. Scheiße. Giftet. Wir könnten noch riskieren. Aber wir haben jetzt nur noch Supertrank, sehr wenig Supertrank und sehr wenig Beleber. Aber ich hoffe, dass die Beleber noch reicht. Für diesmal. Wir setzen Wachstum, damit es ein bisschen stärker wird. Pikachu muss jetzt zurückrufen und wir setzen Sandama ein. Es wird wahrscheinlich dann Arbok den Rest geben. Höchstwahrscheinlich den Rest geben. Ich muss dann ganz ehrlich dann mein Team dann auch noch verstärken. Das wird dann erst viel später sein, glaube ich. Denn wir haben noch eine große Sache noch zu tun. Also das heißt, wir haben natürlich, wie gesagt, noch einen Boss zu besiegen von Team Rocket und noch dazu den vierten Orden noch zu holen. Dann sind wir schon etwas ein klitzekleines bisschen stärker als jetzt. Aber mal sehen, ob wir dann den vierten Orden schaffen können und den Team Rocket Boss und den geheimnisvollen Vorstand besiegen können. Setzen wir jetzt nochmal Schaufler ein auf Arbok.
Ich tue es wieder heilen. Okay, setzen wir Trank ein. Es bringt nichts anderes. Wir setzen auf Duflo ein. Ich weiß, meine Videos sind jetzt nicht mehr so lang wie möglich, denn es hat schon mit dem Receiver einige Probleme gegeben. Ich weiß nicht wieso, aber jetzt ist es jetzt eher weniger. Wenn ich nur höchstens 15 bis 18 Minuten nur aufnehme, dann passiert ja fast gar nichts. Aber wenn ich über 20 Minuten drehe, dann ist schon etwas das Audio gecuttet, wo jetzt dann ein neuer Teil dann kommen wird von diesem MP4 Datei. Natürlich erinnert das mit der MP4-Datei und man braucht ja höchstens ein 64 bis fast 1 Terabyte Speicher, weiß nicht wie das heißt, externe Festplatte, um alles zu speichern. Und jedes 20 Minuten, ich glaube 20 oder 30 Minuten, ist es schon fast 3 GB dann weg. Das heißt, man kann höchstens, weiß nicht wie viel, 30 bis fast 40. 10 bis 20 oder sogar 40 Videos noch hochladen, wenn es 3 GB wäre. Oder mehr. Da wir 1 Terabyte haben, da ich jetzt sowieso 1 Terabyte mit der externen Festplatte verknüpft habe, mit meinem Aufnahmegerät. Jetzt sind wir flügelstark und Aborg ist schon, wie ihr seht, schon besiegt. Jetzt setzen wir Flügelschlag ein. Und Sternschauer. Mann, diese Kämpfe, Leute sind ziemlich zäh. Aber ich glaube, wir werden dann bald hier beenden, dann den Part. Erst wenn wir dann James den Hintern versohlt haben. Und damit endlich jetzt Jesse und James endlich mal klar wird, dass man nicht mit den Protagonisten anlegen soll. Und Tabuka ist jetzt auch noch besiegt. Shit. Jetzt haben wir noch extra Beleber. Ich glaube 8 bis 9 Beleber. Wir werden jetzt sowieso noch unserem Team noch aufheilen. Wir werden jetzt nicht zum Pokémon Center gehen oder sonst was. Oder soll ich doch gehen? Ich glaube nicht. Naja. Ich glaube, wir setzen jetzt Sternschau aufs Mogmog und Konfusion auf Mogmog. Oh Mann. Und manche haben gefragt, ob mein Team wirklich ein fixes Team ist. Nein, ist es nicht. Es ist ab und zu werde ich auch mein Team wechseln, das ist auch logisch, weil man kann ja nicht öfters in den fixen Team gehen und manchmal hat man ja auch die Probleme, ob man gewinnt oder nicht. Manchmal verliert man auch sehr oft. Oh, Psychstrahl hat das jetzt erlernt. Da werden wir jetzt Konfusion dann ersetzen. Denke ich einmal. 1 und 2 und schwupp. Und es erlernt jetzt Psychstrahl. Und wir haben jetzt Team Rocket besiegt. Immer diese Knirpse, die einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Naja, leider dein Gefühl hat es irgendwie falsch eingeschätzt. Ha, bild dir bloß nicht ein, weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotznase sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, dann müssen wir uns eben selbst drum kümmern. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich hätte mir vorgestellt, dass wir die Pikachu Donnerblitz einsetzen und die fliegen raus. Das wäre noch geiler, wie in Anime. Naja, haben wir uns noch unsere Pokémon und dann beenden wir diesen Part. Für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen intensiven Kampf mit Team Rocket. Und in diesem nächsten Part werden wir natürlich Giovanni, also eher gesagt den Boss von Team Rocket,
und den mysteriösen Vorstand noch bekämpfen. Ob wir das schaffen, das erfahrt dann wahrscheinlich sowieso im nächsten Part. Also, gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und abonniert fleißig, falls ihr meine Let's Plays in naher Zukunft verfolgen wollt. Und es euch gefällt, meine Let's Plays. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Euer Red. Poke LP.